Hi, willkommen zurück bei DGV. Ich bin Sir Doomsday. Willkommen zurück zu Resident Evil Village. Folge 10. Wir sind letztens hier bei diesem komischen Puppenrätsel stehen geblieben und mussten vor einem riesengroßen Embryo uns verstecken. Und ja, jetzt haben wir ja Dings bekommen, die Sicherung. Und die werden wir jetzt mal einsetzen. Mal schauen, ob uns dieses Ungetüm nochmal in die Quere kommen will. Das Feuer schon da? Kaum mitgekriegt. Der Gang. Ich hab's richtig, ja. Kommst du jetzt noch einmal? Ich hoffe nicht. Oh, jetzt aber die Sicherung rein und wieder hell machen, bitte. Tina ist wieder da. Überall stehen die Puppen hier rum. Oh Gott. Geh nicht. Ich lass dich nicht. Sag bloß, du lebst noch. Du findest mich besser schnell, bevor meine Freunde dich kriegen. Steckspiel. Alter. Hier ist auch immer noch Brot darauf. Hab dich. Die Puppen, ey. Ah, cool gemacht. Definitiv. Ah, Blutspur. Ich
Gehst du mit Rose auch so um? Nope. Ah, wo ist sie jetzt hin? Bist du wieder hoch? Hier vielleicht. Ich bin Stehe, die dürfen nicht zu lange lachen. Greifen Sie mich an. Hab dich. Verstehe. Du kommst hier niemals lebend raus. Blöder Idiot. Wer tut unschuldigen Puppen so etwas an? Was ist das? Gute Maya. Mia, ich bieg das wieder hin. Was? Gut. Jetzt nichts wie raus hier. Mit dem viergeflügelten Schlüssel kombiniert. Okay. Gerissene Bande. Trotzdem ist hier noch irgendwas, Ethan. Bitte finde das. Da ist eine Kiste. Das ist doch eindeutig eine Kiste. Ach, ich habe meine Waffen auf einmal wieder, okay. Wo auch immer die waren. Irgendwas ist hier noch. Es nervt, wenn ich das nicht finde. Echt. Teller. Können wir die kaputt schießen? Nein. Was ist jetzt? Angie. War das das? Nee. Angie, sehr wertvoll. Donners unheimliche Puppe, sie bewegt sich nicht mehr. Irgendwas ist hier noch versteckt. Ich darf doch nicht mehr lang. Okay. Wo ist hier noch was? Na, hier oben, das zählt nicht dazu. Das ist bestimmt irgendwie wieder ein Stein an der Decke oder so. Kann doch nicht sein. Aber auch nix. Könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wo das sein soll. Oder ist damit das gemeint? Nummer 2. Ach, wow. Kann ich auch ewig suchen. Hier fertig, dann können wir jetzt zu. Wie ist auch Moreau? Nee. Doch Moreau? Moreau, ja. So, hier ist noch. Ah, warte mal.
ich jetzt kriegen können, den Schatz. Da. Achso, wieder Fahrstuhl fahren. Ohne Fahrstuhlmusik. Falsche Richtung geguckt, verdammt. Aber hier war auch nichts, nein. So, was haben wir jetzt hier? Untersuchen. Den, nein. Was soll ich denn da reintun? Hab ich nicht. Was soll überhaupt da rein? Ach, der Anfangsname. Das vor dem A, da muss ein Stück Papier oder so oder Stein rein. Ah, okay. Verstehe. Hab verstanden. Muss was anderes finden. Ja, hier ist jetzt offen. Okay. Das Spiel ist echt groß. Hätte ich gar nicht gedacht. Ehrlich gesagt. Viele Zombies. Übrigens, wir schwimmen wie Zombies hier. Oh. Einen Herzinfarkt gekriegt, ey. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, alles. Kommt näher. Ey, ihr wollt es ja unbedingt so. Ey, hat der mich gerade erschrocken. Ich musste mich ja gerade so erschrecken. Ich habe mich gerade voll erschrocken, aber volles Produkt. Uncool, echt. Richtig uncool. Eine Mine. Dietrich! What the hell? Maschinengewehr? Ne, eine Schrotflinte. Die W870TAC, ein Vorderschaftsrepetierflinte mit großer Streuung, die besonders gegen Gruppen von Gegnern effektiv ist. 760 Schaden. Okay. Nett. Aber die brauche ich jetzt im Moment nicht. Mein Platz wird langsam wieder ziemlich schmal. Aber seine Waffen irgendwo verstauen kann man nicht, oder? Oh, hätte ich die Tür zumachen können. Okay. Geld, immer ja damit. Oh, was haben wir hier? Kugel, oh. Ich habe bis jetzt noch kein zweites Labyrinth gefunden. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Nee. Okay. Natürlich. Ah.
kommen echt noch Zombies. Interessant. Hätte ich nicht gedacht. Was haben wir hier noch Schönes? Oh. Das nehme ich doch gerne in Kauf. Jawohl, da ist der Kopf von der Puppe. Halt. Haben wir jetzt auch komplett. Hättest du nicht bei der Puppen alle Puppen mitnehmen können? Das wäre bestimmt gut Geld gewesen. Oh. Toilette. Und hier ist einfach mal nichts. Doch. Foto eines seltsamen Vogels. What? Das ist da am Anfang, wo die erste Dingsstatue war. Okay. Muss man im Hinterkopf behalten. Ach, hier ist es doch, Severin. Explosivgeschoss. Schlüssel des Jetzt haben wir den Schlüssel. 10. November, Mutter Miranda hat Donald adoptiert. Noch nie war ich so glücklich. Schon als Kind fürchtete meine Herrin die Begegnung mit anderen, wohl wegen der Narben in ihrem Gesicht. Und nach dem Tod ihrer Eltern schloss sie sich ein und redete nur noch mit Angie, der Puppe, die ihr Vater für sie gefertigt hatte. Ich danke Mutter Miranda für ihre grenzenlose Güte. 27. November. Donner scheint glücklich. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ihr Puppe Angie wirkt viel lebhafter als zuvor. Heute kam sie zu mir in den Garten und benutzte Angie, um mit mir zu reden. Es war eine wirklich angenehme Unterhaltung. Sie redete davon, ein Geschenk der Macht von Mutter zu erhalten. 29. November. Donald gab mir eine gelbe Blume mit der Bitte, sie im Garten einzupflanzen. Es mag an den Pollen gelegen haben, aber als ich sie vor Fräulein Claudias Grab in die Erde einbrachte, fühlte ich mich plötzlich benommen und meine tote Frau erschien mir wie im Traum. Als ich dies Donald gegenüber erwähnte, schien sie begeistert und lud mich in ihr Haus ein. Sie sagte, ich würde meine Familie wiedersehen. Ich weiß zwar nicht, was genau sie damit meinte, aber das war doch sehr nett von ihr. So, wir können jetzt nochmal speichern. Dann haben wir ihn schon. 5 Stunden 33 Minuten. Okay. Okay, Java. Okay, ja, ist egal. Das Labyrinth war jetzt hier vorne. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Oh, ich muss mich mal heilen, ne? Wo ist die Kugel? Man weiß, ob die richtige ist. Anscheinend ja. Okay. Nein, das war zu doll. Okay. Ein bisschen kniffliger hier. Easy. Onyx-Schädel. Hammer. Das heißt, wir müssen im Dorf jetzt noch einiges machen. Hier war ich, da war ich. Okay, jetzt sind wir hier oben fertig. Ich glaube, wir besuchen erst nochmal Duke. Er ist eh auf dem Weg. Gar nicht gesehen.
Gut, dass ich das Feeder gerade gehört habe, sonst hätte ich das Ding definitiv übersehen. Interessant. Oh, creepy Wald. Natürlich. Ach, ich verballere jetzt nicht meine Munition an euch. Kommt ein dickes aber mal her. Lass mich mal durch. Ich hab zwar gesagt, ich verballere meine Munition nicht an euch, aber wenn hier was Neues liegt, heißt es, dass da links bestimmt auch was Neues liegt. Weil das lag vorher nicht alles hier. Deswegen will ich doch mal gucken hier. Gut, kannst verkaufen. Naja, war mir schon klar. Ich habe gerade bisschen viel Pistolenmunition. Was? Viva Need. Noch irgendwas Schönes hier? Ja, da. Hang das Feuer auch schon da? Falls ja, habe ich das echt nicht gesehen. Bisschen, ja, gut, da ist noch eins. Echt? Das haben die da erst aufgehangen, oder? Denke ich am Laufen, ja. Ja, wenigstens bewegen sich nicht ganz so verrückt wie bei dem Remake von Teil 2 und 3. Aber dass ich da Kugeln versemmelt habe, das war echt nicht mehr normal. I'm back. Duke weg. Nee, doch da. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? Oh, ich weiß da was. Finde ein paar gute Zutaten und bring sie zu mir. Dukes Feinkost. Geschossen, gekocht, genießen. Was sammeln Sie für die Rezept erforderliche Zutaten? Erinnern Sie von Wildvögeln und Fischen? Ja, das ist klar. Und was bringt mir das? Kräuterfisch. Ah, dann, wir haben alle Zutaten beisammen. Gut. Dass die maximale Gesundheit steigt, geringfügig. Cool. Et voilà, bitte bedien dich. Die maximale Gesundheit wurde geringfügig erhöht. Kein schlechtes Mal. Der beim Blocken erlittene Schaden sinkt. Die maximale Gesundheit steigt. Die maximale Gesundheit steigt beträchtlich. Die beim Blocken erlittenen Schaden und die Bewegungsgeschwindigkeit steigt. Feinster Fisch. Aber ich finde zum Beispiel beträchtlich. Ah, da fehlt mir saftiges Geflügel. Warte mal, dieser blaue Vogel könnte doch. Oder? Ach, vielleicht täusche ich mich auch. Hier, Kollege, kann ich irgendwo mal die Waffen bei dir unterlagern oder so? Nee, gell? Beachte mich gar nicht. Erstmal verkaufen, ja. Oh, 5000 gibt das. Ich weiß nicht, kann ich das verkaufen oder nicht? Ach komm, ich verkaufe das jetzt, oder? Ja, ich heb das mal noch auf. Oh, 15.000. 20.000, das ganze Haus war voll mit diesen Puppen. Ja komm, die beiden verkaufe ich auch. Das nicht. Oh, wie kommst du denn an so ein Schmuckstück? So,
jetzt hier noch gebrauchen. Das ist für Rohrbomben. Das ist auch cool. Ja, komm, wir kaufen mal diese Herstellungssachen. So. So, hier haben wir jetzt 15.000, ey. 20.000. Ist das teuer. Das ist für die M1911. So, ja, für die Pistole vermindert den Rückstoß beträchtlich. Wahrscheinlich, ja. Bin ich im Moment noch zufrieden mit meiner Pistole. Essen ist Leben. Eigentlich. Das mit Vergnügen. Was kann man hier noch machen? Ladegeschwindigkeit und Magazingröße. 1000. Ja, nee. Feuerkraft 170. Und die hat auch 170 wegen dem. Oh, warte mal. Wenn ich das Kauf. Aha! Dürfte sie doch sie ist als Investition besser sein. 160? Nö. Die gibt kein Plus. Frech. Das ist frech. Aber bei den Waffen bin ich noch ein bisschen unentschlossen. Ob sich das alles so lohnt. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Das werde ich nicht kaufen. Ich hoffe, es wird dir nützlich sein. So, reicht. Auf Wiedersehen. Oh. Oh, das ist jetzt besser rauszoomen. Oh, hier, das PS5-Controller musst du richtig doll drücken, ey. Ups. Ich bin gerade in der Pistole. Die ist doch bestimmt besser. Ah, ich habe du möchtest ja etwas so kaufen? Geld investiert. Deswegen. Vielleicht wird das für die Tech. Die Tech war die hier, ja, ja. 748. Oh, die wäre sogar besser. Hätte ich mal vorher sehen sollen. Ja, Moment, bin ich wieder noch glücklich, also. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Ah, da brauche ich 4 Fisch. Ja, oder wild. Ah. Ja, komm. Ah, danke. Ich kann es kaum erwarten. Bin gleich zurück. Fertig. Komm, du hast dir auch was verdient. Das ist kein Gericht für solch eine lebensfeindliche Umgebung. Gut. Du hast ein Auge für Qualität. Danke. Also, jetzt gehen wir nochmal ins Dorf, denn wir haben den Schlüssel. Und hier muss ich dann hier unten lang, okay. So, wir wollen jetzt erst einmal dahin, also geradeaus. Kam ich ja nicht, oder? Nee. Aber halt! Der blaue Vogel! Der muss hier sein! Oh, echt jetzt! Nervt.
du jetzt? Saftiges Geflügel. Okay. Juni 1909 bis August 1919. Eva oder Eva. Möge dein Schlummer nur vorübergehend sein. Hier wird langsam enger. Was brauche ich für die Rohrbomben? Schießpulver und Metallreste. Okay. Habe ich sogar. Das ist Explosivgeschoss und das war Blendgeschoss. Oh. Gut. Da glaub, ja, da tatsächlich was geblinkt. Komm out. So. Wir kommen, kam ich ja nicht darüber, gell? Nee. Hey, aber so kommt. Ah! Schön zu wissen. So, jetzt können wir nicht die Schlüssel hier verwenden. Schauen wir mal, was es hier gibt. Ist jemand zu Hause? Wahrscheinlich nicht. Schließen. Ich habe auch noch einen Dietrich, oder? Ja. Oh, hier ist viel Werkzeug. Richtig gesehen, dass da. Okay. Ich brauche ein Kombinationsschloss. Schloss. Nummer. Kriege ich dich jetzt her? Das heißt, ein Schlüssel und kommst trotzdem nicht wirklich weiter hier. Ich werde ihren 5. Geburtstag nie vergessen. Ihren 5. Geburtstag? Von wem? Das braucht bestimmt das Geburtsdatum von dieser Person, ja? Für das. Hey! Das hat auch nicht geleuchtet, das hat aber die Form gehabt von so einem Stein. Die Nummer ist doch bestimmt irgendwo hier, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die irgendwo anders finde. Hm. Oh, was haben wir hier? 27.09.17. Hammer. Stahl Harris Wilker. Aber das Magazin F2 Rifle. Oh, für die Sniper. Was bringt mir die? Speziell bezüglich deutlich erhöhte Magazinkapazität. 9 Schuss. Nett. Gut, hat sich doch gelohnt. Fertig. Da ich jetzt noch einen Dietrich habe, wäre der perfekt für das Gebäude hier. Das
heißt, wir müssen hier raus. Ja, zurück. Hier lang. Genau, hier. Ich glaube hier. Oh, doch im Nebenhaus? Hier. Scharfschützenmuni nehme ich gerne mit. So, haben wir jetzt alles. Außer das da, wo ich jetzt gleich hingehen werde. Hier war aber auch noch irgendwas. Ich kann es aber nicht einsammeln. Leider. Da komme ich noch nicht. Da brauche ich 6 Flügel. Oh. Alles klar. Dann auf zum Ostteil. Da. Oder kam ich da auch lang? Nee. Kam ich nur wieder ganz. Also das kann ich auch mal gucken. Was passiert, wenn ich wieder an den ganzen Anfang gehe? Aber das geht gar nicht, ich bin ja runtergerutscht. Schade. Gut. Dann gehen wir zu Duke, speichern nochmal und gehen dann runter in den Ostteil. Ich habe jetzt nichts mehr. Ärgert mich jetzt, dass ich Schrumpfwind upgraded habe. Die andere wäre, glaube ich, besser gewesen. Aber nun gut. Stimmt schon so. So, wir wollen jetzt hier lang. Ach, das ist das Sumpf-Dings-Ding hier gewesen. Oh. Schwer verletzt, lange halte ich nicht mehr durch. Ich höre ihn draußen auf und ab gehen. Er hat nicht mal gezuckt, als ich auf ihn geschossen habe. Und jetzt spielt er mit mir. Das ist kein normaler Wolf. Aber ich verkrieche mich nicht wie ein feiger Hund. Wenn ich es zur alten Wassermühle schaffe, kann ich ihn stoppen. Ich kann dich beschützen, es ist ja nicht weit. Verdammt, mir ist zu kalt. Ich kann meine Beine nicht bewegen. Es tut mir leid, Luisa. Bitte vergib mir. Was ist das für Vieh? Mich eigentlich verletzt? Nö. Ich sag doch, Even ist unmenschlich, was der aushält. Absolut unmenschlich. Ich hab so ein Riesenvieh hier an der Backe. Wie sieht denn der Schnee hier so komisch aus? Okay, ich will eigentlich nur dahin kommen. Erste Mal. Aber das sind alle blau, also muss ich die nicht durchsuchen. So, jetzt kann ich eigentlich das hier aufmachen. Man hört ihn draußen auf jeden Fall. Ist das richtig? Granatwerfer. Ich hab doch keinen Platz. Na doch.
Granatwerfer. Interessant. Ob ich damit besiegen kann? Das ist... Echt? Die von beiden Seiten? Da ist immer noch rot. Was gibt's hier noch? Was soll hier noch sein? Ach hier, ein Dietrich. Hä, jetzt brauche ich jetzt noch einen Dietrich. Gibt's doch nichts. Ja gut, vielleicht für hier unten halt in dem Gebiet. Oh, da gibt's Hühnchen. Aber erstmal muss ich ihn hier loswerden. Wenn das ein Standardgegner wird, gell, dann Prost Mahlzeit. Kristalline Bestie. Alter Vater. Ohne die Granatwerfer hätte ich jetzt echt alt ausgesehen. So, hier haben wir noch das Geflügelchen. Von der Seite. Ja, das ist vielleicht eine gute Idee. Ah, schade. Echt nur wegen dem Gefühl. Ah, ne, da geht's hoch. Geht's denn da hin? Mechanische Tür. Gut, Leute, die Zeit ist schon wieder rum. Mein Gott, die ging jetzt echt schnell. War eine schöne Folge. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Resident Evil Village. Bis dahin, haut rein, euer Doomsday bei DGV.